Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Agrarservice der Familie Chaos. Zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Von unserem neuen Auftrag. Jawohl. Wir sind weit gereist. Und so weit ist es gar nicht von uns. Naja, na gut. Erzähl weiter. Entschuldigung, fangen wir nochmal an. Wir sind mit, weit. Warte. Aber spektakulär. Stopp. Ja. Das schneiden wir raus. Okay. Wir sind bei unserem neuen Auftrag. Ja, wir sind weit gereist. Ja, das war eine lange Fahrt. Naja, es klingt jedenfalls toller. Wir sind in Tirol, natürlich mit aktuellen Schutzmaßnahmen. Ihr seht ja kein Mensch hier, wir haben extra evakuieren lassen. Wir haben einen aktuellen Auftrag von dem Anton Buchauer in der Tiroler Alpenwelt. Und zwar fahren wir jetzt mal zum Hof hoch. Und hinter dem Hof, hat er gesagt, ist eine Wiese. Hat er das gesagt? Das hat er gesagt, gemäht werden. Und da hat er uns hier schon an den Shop, weil wir kamen hier rein, das ist wohl am leichtesten zu finden, seine Maschinen hingestellt. Wir haben natürlich unsere auch dabei. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal hin. Ist noch ein Stückchen, da können wir uns gleich mal ein bisschen umschauen hier. Was hältst du davon? Ja, finde ich eine gute Idee. Ich muss kurz einsteigen. Sekunde. Ja. Ich hoffe, dass ich hier auch den Weg finde. So. Ja, es ist mit dem Mähen natürlich ganz toll. So. Es wird ganz spektakulär, weil du wirst gleich auch sehen, warum. Ich habe mir sagen lassen, dass... Das meine ich hier mit den Straßen. Die Ränder, siehst du die? Die Wiesen, man sieht es hier vor mir schon, die Wiesen sind hier etwas... Also man braucht schon eine gewisse Ausbildung, um diese Wiesen mähen zu können, habe ich mir sagen lassen. Die hast du doch gar nicht. Ich kann auch gerade schwarz machen. Was ist denn das? Was gibt's denn da? Ach, das ist eine Gondelbahn. Da kann ich Gondel fahren. Guck mal. Moment, ich bin noch nicht so weit. Ich muss hier erst um die Kurve. Umlaufbahn. Oh, da steht ein Blitzer. Na! Ah! Was? Wo? Ich hänge am Schild. Ah, wer baut denn solche Kack-Ortsschilder hier hin? So. Das sind aufdringlich, die Leute hier. Einer hängt schon hinter mir. Ja, ich musste gerade auch dem Schild sagen, nein, lass mich in Ruhe. Aha, die Schneekanonen haben wohl ausgedient für dieses Jahr. Huch! Gegenverkehr. Oh, was ist hier? Da steht ein Gabel. Hör doch mal auf da hinten. Boah, hier ist aber doch einiges los, du. Ja, ich dachte, die sind in Quarantäne. Ja, die halten sich nicht dran. Was steht da drauf? Schlepp... Ah! Gott, ist das hier laut. Ja, hier ist es echt laut. Komm, fahrt mal vorbei. Push. Skiregion Kreuzjoch. Herzlich willkommen in der Ski- und Ferienregion Kreuzjoch. Wir begrüßen Sie herzlich in Reutenbach. Ich glaube, das ist das Sägewerk. Hier ist laut. Was? 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 Wer macht denn? Ja, hier ist ruhiger. Hier ist bestimmt ein Hotel oder sowas. Rechts. Meinst du? Oh, die fahren sehr viele blaue Autos. Ein blauer Prius. Wohnwägelchen. Der Landhandel. Ah ja. Gut, hier ist es ja noch relativ flach. Sind wir eigentlich richtig gefahren? Ja! Wir müssen irgendwo geradeaus, aber ich sehe geradeaus keine Straße. Nein, wir müssen hier lang. Wir müssen geradeaus lang? Nein, nein. Hast du gerade das Sonnenblumenfeld gestriffen? Jetzt sind wir raus aus Heidebach. Okay. Aber pass auf, du, hier ist echt nicht runtergucken. Nicht runtergucken. Ich sehe einen Hubschrauber. Oh, hier steht ein Roller. Ich habe noch nie gesehen auf dem Map. Ja, der ist aber weit gekommen. Er ist fast also, oben. Ja, ich hoffe, wir sind jetzt richtig. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich fahre dir hinterher. Ich fahre immer den Mähwerk lang. Ey, guck dir mal die Straßen hier an. Schau mal nach links. Oh, okay. Warte, das ist ein... Ah! Könntest du mal aufhören, wenn ihr Foto macht?
Könntest du mal bitte nicht am Hang stehen bleiben? Ich bin Turi. Vielleicht schaust du mal auf die Karte. Ich weiß nicht, ob die richtig sind. Das weiß ich auch nicht. Das Mähwerk fährt vorweg. Sagt das dem Mähwerk? Wir sind aber richtig. Ja. Du weißt schon, dass wir unsere Presse dabei haben, ja? Ja, passt doch. So, wir müssten eigentlich jetzt dann gleich da sein. Ja, das hier müsste doch schon sein Land sein. Oh, ich glaube, guck mal hier. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Er hat gesagt, es ist so ein alter Hof, da steht nicht viel. Bisschen verlassen. Ah ja, schau mal. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig? Ja. Ja, ich bin hinter Ihnen. So, das hier ist die Wiese. Ja. Okay, dann ja. Was ist die Wiese? Ja. Hier ist keiner da. Ich glaube, wir können einfach anfangen. Das hier soll die Wiese sein. Ja, da ist er wohl mal reingefahren. Sag mal, kann es sein, dass mein Trecker irgendwie sehr klein ist? Nein. Zumindest nicht. Nein. Finde ich jetzt nicht. Irgendwie schon. Die Presse ist größer als dein Trecker. Oh Gott. Was hast du für ein Zwerg? Also, ich setze jetzt mal hier an. Und du brauchst eigentlich... Nur hinterherfahren. Stimmt, du brauchst keinen Bahnenzieher. Nein, das brauchst du nicht. Du willst... Okay. Ich warte mal, ne? Oh Gott! Sicher, dass du rauf möchtest und ja. Nicht... Okay. Ich fahre Vorgewende. Ist das so eine kluge Idee? Ich hätte jetzt fast gesagt, scheiß auf Vorgewende. Oh Gott. Was tun Sie da? Soll ich... Sie müssen hier rechts rum. Nein, das würde ich nicht tun an Ihrer Stelle. Schieb! Schieb! Ich hänge. In dem Gras. Warte. Da vorne liegt irgendwas im Gras. Siehst du das? Wo? Das ist ein abgesägter Baum. Wo denn? Links von dir. Rechts. Na, links. Jetzt geradeaus. Was denn jetzt? Warte, ich schaffe. Oh, hier. Ja, hier liegt ein Stein. Oh. Oh, aber die Wiese, gehört die dazu? Du bist ja noch auf der Wiese von ihm, ja? Oh Gott. So, jetzt will ich aus dem Weg gehen. Jetzt geht's voran. Jetzt geht's ab die Luzi. Da liegen mehrere Steine. Ich sehe 3 Stück. Oh Gott, muss ich aufpassen. Vorgewände fahren, sagt sie. Die steilste Stelle rauf, sagt sie. Hat der eigentlich überall Bügel, falls ich will? Nein. Boah, jetzt gibt er Gas. Guck mal. Ich folge ihm dann mal den Berg rauf. Ja. Okay. Ja, wie schnell geht's bei dir? 1 km/h. War vielleicht nicht die klügste Idee. Ich komme den Berg jetzt runter. Schön für Sie. Das ist so viel zum dem Thema, ne? Du wartest. Ich habe schon die erste Runde durch. Ich komme ja auch den Berg nicht hoch. Ich bin hochgekommen. Du schleppst aber auch keine 10 Tonnen Ballenpresse hinter dir her. Ich habe auch nicht so viel Leberkäse gefressen beim Herweg. Was? Ja. Ich schaff das noch. Er bewegt sich. Oh, das ist jetzt eine fiese Stelle. Oh Gott, komm. Jetzt müsste man den Allrad dazuschalten. Beziehungsweise nicht dazuschalten, das Differential. So rum, das wollte ich sagen. Oh, zum Glück hat die wieder Donne bei Kollision. Was machst du da? Ich will dir mal zeigen, wie es geht. Guck mal.
Komm, 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 komm. Na? Das kannst du vergessen. Du bleibst. Das kannst du vergessen. Na ja, gut, komm. Für dich fahre ich anders. Geh mal weg. Hast du Zwerg mich gerade weggeschuckt? Ich glaube, bei dir piept's. Molly. Okay, okay. Wow. Tschüss, wo willst denn du hin? Was, wie, sag mal, was ist denn das hier für ein komischer Abhang? Da haben sie wohl das Haus komisch hingebaut. Okay. Naja, ich folg dir einfach mal, ne? Ja. Wer kam eigentlich auf die Idee? Hm? Wie hieß unser Auftraggeber nochmal, der auf die Idee kam, diese Wiese zu mähen und zu pressen? Der Anton Buchbauer. Ah, okay. Hast du da Einwände? Oh! Ich hab so mit den Steigungen meine Probleme. Naja, aber mit dem funktioniert das. Ja, du musst doch auch nicht da hoch. Jetzt fahre ich für dich extra quer. Ja, ich lass dir ein bisschen Vorlauf. Hier geht's ja noch. Hier ist ja noch nicht so steil. Ach so. Eieiei. Aber gute Luft hier, finde ich. Das auf jeden Fall. Hier oben wird es auch dünner. Da wird nur dünner. Warte, ich muss auch da hin. Nein, die Luft wird dünner. Merkt man in der Motorleistung. Ach, der Warrior hat zu kämpfen. Ist die Sauerstoffflasche nicht mitgenommen? Nein, negativ. Das macht die Sache auch nicht einfacher, wenn die Ballenpresse immer schwerer wird durch die Ballen, die hinten drauf liegen. Ja, das hast du doch geschafft. Lalalalalalalalala. Nase putzen, dann fahren wir es nicht. Neu? Sollte man nicht tun. Lal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 
Also ich denke so, das ist eigentlich fast eher eine Forstkarte. Mit so ein bisschen Vieh, wo du die Felder hast. Und die Felder sind ja auch an dem Hof dran. Ja, würde ich sagen. Also so ein bisschen mit schwerem Gerät im Gelände. Forst und ein bisschen Vieh. Ja, du kannst ja auch mit älteren Maschinen jetzt auch, wenn du kleinere Anbaugeräte hast. Ja gut, du brauchst schon die PS. Also mit älteren Geräten, wo kein PS haben, gehst du hier nicht in den Wald hoch. Das schaffst du nicht. Okay, meinst nicht? Da brauchst du schon ein entsprechendes Gerät. Aber es ist eine tolle Karte, es ist aber, du musst hier echt arbeiten. Also es ist nichts für keine Ahnung. Zart beseitigte. Ja. Man muss es mögen. Ja, definitiv. Da musst du echt mit den Maschinen arbeiten. Ist nicht ganz so einfach. Erinnert mich an die Swiss Touch, obwohl die noch ein bisschen harmloser war. Mhm. Die war nicht ganz so, weil die Wiesen sind hier echt Wahnsinn. Also die hier ist, glaube ich, noch relativ flach im Gegensatz zu anderen, die ich gesehen habe. Die anderen sind noch wesentlich minder. Ja, vom Hof aus gibt es noch so einen schönen Hanglage, ne? Genau, aber an sich eine tolle Karte. Hof kann man hier selber erstellen. Ja. Könnt ihr bauen. Gibt es ja, glaube ich, auch das Häuserpack für die Karte, ne? Also kann man sich schon sehr, sehr schön hier machen. Tiroler Alpenfeld haben wir runtergeladen bei Forbidden Mods. Genau. Gibt es aber auch oder beziehungsweise wir haben sie bei Forbidden Mods runtergeladen, aber sie ist im Mod-Hub. Also ihr könnt einfach über den Mod-Hub gehen. Echt, ist die da auch? Ja. Okay. Habe ich vorhin gesehen gehabt. Naja gut, ich bin gleich über Forbidden Mods. Eigentlich gehe ich immer zuerst dahin, bevor ich im Mod-Hub gucke. Eigentlich auch blöd. Nö, ist doch richtig so. Da sind ja immer die originalen Links. Also wenn es Mod-Hub ist, ist der Link vom Mod-Hub. Was ich ein bisschen bemängeln muss an der Karte, ich habe teilweise das Gefühl, die Feinarbeit fehlt so ein bisschen. Man hat es vorher an der Straße gesehen, die Ränder von den Straßen sind nicht sauber abgeflacht, da sind Kanten drin. Mhm. Und wenn man mal runter zum Fluss schaut, da ist auch die Bodenbeschaffenheit sehr unsauber. Also man hätte das Ganze noch so ein bisschen nacharbeiten können, dass es einfach schöner aussieht. Ansonsten eine tolle Karte. Das stimmt allerdings. Wenn wir keine Heimatstadt hätten, ne, dann würden wir uns jetzt hier dumm und dämlich schuften an den Hang. Wenn wir was nicht hätten? Wenn wir keine Heimatstadt hätten. Also keine Heimatkarte. Und wir würden jetzt hier wohnen. Hätten wir echt zu tun bei unseren Feldern. Mhm. Naja, die Karte ist auch nicht rein für die reine Landwirtschaft ausgelegt. Ne, das stimmt. Das glaube ich nicht. Also das ist schon eher... Viehbetrieb, da gibt es vorne auch, das kann man nachher auch zeigen, gibt es so eine, oder mache ich mal ganz kurz, gibt so eine, ich weiß gar nicht, ob man das benutzen kann, so ein... Die Milchrutsche? Ja. Nee, die kannst du nicht benutzen. In Real geht, aber wahrscheinlich hat man das damals echt so gemacht. In Real kannst du sie benutzen, klar. Packst die Milchkanne rein und schickst sie ins Tal runter. Ja. Vorne war sie, hier ist so eine... Eine Milchseilbahn. Da stellen sie ihre Milchkannen rein und dann schicken sie die hier auf die Reise. Ja, das ist echt cool. Ja, hier ist eine Güllegrube oder was soll das? Das ist eine Güllegrube, ja. Ja, wahrscheinlich kannst du hier noch einen Kuhstall, da oben ist ein altes Haus, Kuhstall hinstellen. Kann schon schön machen. Yeah. Du bist nicht so ganz überzeugt. Überzeugt schon. Bist du so? So wieder da. Nee. Ich fahr quer, aber ich muss doch irgendwo wieder wenden am Ende. Ich geh doch runter zum Wenden. Ja, du bist lustig, ich muss doch dann trotzdem wieder rauf. Beim Presse ist schwer. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, über den Weg ist es einfacher vorne. Ja, auf der Wegseite habe ich auch nicht so das Problem zu wenden. Das ist ja die andere Seite.
Und dann musst du halt unterwärts auf den Weg zurück und wieder ansetzen. Gut. Aber, liebe Lüt, das soll es mit der heutigen Folge schon wieder gewesen sein. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend, einen schönen Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut, und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.